Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr selbst Papier herstellen könnt. Die Technik heißt Papierschöpfen, da die Papiermasse aus einem Becken mit Wasser geschöpft wird. Ihr benötigt Altpapier, zum Beispiel Zeitung, alte Briefumschläge oder Servietten, Wasser, einen Schöpfrahmen, den könnt ihr euch aber auch aus einem Bilderrahmen und einem Netz selber bauen, zwei Fließstücke, ein Küchentuch, zwei Holzbretter. Wenn ihr mögt, Glitzer, Lebensmittelfarbe oder Blütenblätter zum Verzieren. Eine große Wanne sowie einen Mixer oder einen Pürierstab. Zunächst reißt ihr die Zeitung in kleine Stücke. Anschließend werden die Papierschnipsel mit lauwarmem Wasser übergossen. Nun sollte das Ganze eine Weile einweichen. Das eingeweichte Papier wird mit dem Wasser nun zu einem feinen Brei im Mixer oder mit dem Pürierstab verarbeitet. Nun könnt ihr eure Papiermasse mit Farbe, Glitzer oder Blütenblättern verfeinern. Die Masse muss nun in eine große Wanne gegeben werden. Hier wird nun viel Wasser hinzugegeben. Und die Masse, die sogenannte Pulpe, wird aufgerührt. Jetzt wird der Schöpfrahmen zusammengesteckt. Das Sieb sollte hierbei nach oben zeigen. Mit dem Schöpfrahmen wird nun vorsichtig im Wasser von unten nach oben gegangen, bis der Schöpfrahmen mit Papiermasse bedeckt ist. Dieser Schritt ist das Kernstück des Papierschöpfens. Das Sieb muss nun gut abtropfen. Anschließend legt sie ein Vlies auf ein Brett. Hierauf stülpt ihr das geschöpfte Papier aus dem Rahmen. Das zweite Fließstück und das Brett werden auf das Papier gelegt. Nun beginnt das Gautschen. So nennt man den Vorgang, bei dem das Wasser aus dem Rohpapier gepresst wird. Ihr müsst also kräftig auf das Holz drücken. Ihr könnt euch auch auf das Brett stellen und vorsichtig trampeln. Nach dem Gautschen wird das Papier zum Trocknen auf ein Küchentuch gelegt. Ich habe noch ein weiteres Papier geschöpft und gegautscht. Das Papier sollte nun mindestens einen Tag trocknen. Das trockene Papier könnt ihr noch bügeln, um es zu glätten. Das ist aber kein Muss. Das fertige Papier könnt ihr zum Beispiel zum Basteln verwenden. Durch das Schöpfen hat das Papier eine besondere Textur und Farbe. Jedes geschöpfte Papier ist ein Unikat. Viel Spaß beim Ausprobieren!